Ich glaube, ich bin wach. Zumindest fühlt es sich so an. Doch irgendwie komisch dabei ist, dass ich mein Türschild sehen kann. Ich seh dreckig aus, wisch im Treppenhaus die letzte Kotze auf. Schieß endlich meine Wohnung auf und spuck den Rest vom Vodka aus. Ich bin voll zerberbert und stinke wie ein Klärwerk. Glaube, ich würd duschen gehen, wenn es nicht so schwer wär. Doch Mace ist halb tot und mein Immunsystem ist auch gerockt. Bin ausgenockt und hab mein Gehirn noch gleich mit ausgekotzt. Mein Kopf macht 1000 Umdrehungen pro Minute. Außerdem kommt's mir so vor, als ob ich innerlich verblute. Ich beweg mich so wenig wie möglich. Alles dreht sich, ich glaub fast, Alkohol ist schädlich. Der erste Zug der Kippe schmeckt, der zweite Zug erschlägt mich. Voll eklig, mein Mundgeruch ist wirklich unerträglich. Ich krieg Schiss, denn ich kann meine Beine nicht mehr fühlen. Und die Farbe in meinem Gesicht ist irgendwas zwischen weiß und grün. Denk mir, irgendwas läuft hier schief, gestern Abend war ich der Chief. Doch heute geht's mir so mies, als wär ich manisch depressiv. Wirklich, eigentlich bin ich viel gewohnt, doch ich glaub, jetzt chill ich schon. Bin betäubt wie bei OP und lieg voll im Delirium, fast normal. Nach 17 Whisky hat man solche Tage mal, doch das übertrifft alles und fühlt sich an wie ein Schlaganfall. Mein Körper zerfällt, weil mir der Powerknopf fehlt. Deswegen brauch ich ne Blutwäsche und ein Sauerstoff. Stoffzelt. Was geht in meinem Kopf ab? Heute wurde ich geweckt von meinem Tinnitus, der so laut ist wie nach einer 1000-Tage-Tour mit einem Minibus. In der Lunge rascheln, rasseln und das im Dauergroove. Und in der Magendisco machen B-Boys Power-Moves. Schädel wird gebolzt und gehämmert im Gabbertakt. Schmerzhaft wie Mike Tyson's Uppercut, what the fuck. Scheiß drauf, doch auch mein Kreislauf gibt seinen Geist auf und frontet. Ich hab's Gefühl, als ob ich mich zerbombt hätte. Und weil auch der Rest von mir geredert ist und der Alk an meiner Leber frisst, frag ich mich, wo mein Pfleger ist. Hey. Ich bin Realist, ich bräuchte heute einen Reha-Lift, weil meine Knochen zerbrechlich sind wie ein Ikea-Tisch. Oh shit, ich bin im Arsch wie ein Arschfick. Alles dreht sich wie ein Hardflip. Bringt einen Arzt mit, sonst geht's mit mir abwärts, wie wenn man Bob fährt. Mein Mundstunk erschlägt euch, wie mich dieser Kopfschmerz. Ich war schockiert, als ich im Spiegel den alten Greis erblickte. Kaum zu glauben, dieser Typ schrieb manche Meisterstücke. Doch jetzt ist er am Ende, wie ein Fixpunkt-Member. Die Augen sind wegen der Ränder nicht mehr erkennbar. Ich kriech nur auf Knien rum, im Zeitlupen-Modus. Und wenn überhaupt, dann nur weil ich zum Klo muss. Den Rest vom toten Sonntag verweile ich im Koma. Es war zu viel. Vielen Lothing in Hannover. Was geht in meinem Kopf ab?